Tag zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Staffel von City Skylines in unserer kleinen Stadt Viridis. Ja, wir haben in der letzten Staffel, der letzten Folgen hier vorne unser Industriegebiet entwickelt, indem wir hier einmal die Wohnungsbau GmbH, die Forstwirtschaft, entwickelt haben. Wir haben hier den Stadtteil Marxloh entwickelt. Und ja, wir wollen uns jetzt darum kümmern, dass die Stadt weiter wächst. Die Idee jetzt in den nächsten Folgen ist, das Gelände hier jenseits der Testerberge, die wir ja hier vorne haben mit unserem Nationalpark, dass wir da hier auf der Seite aktiv werden und dieses Gelände entwickeln, indem wir jetzt hier ein bisschen in Richtung Tourismus gehen. Wir können hier noch ein Zoo errichten, Freizeitpark und ja, ich denke, wenn wir hier auch nochmal ein Industriegebiet bauen, wir brauchen ja noch die Glasproduktion. Darum müssen wir uns noch kümmern. Bevor wir das alles starten, ein paar Kleinigkeiten, die wir korrigieren müssen, noch aus der letzten Staffel. Dann möchte ich jetzt hier mal anfangen. Und zwar scheint hier ja, der Pegelstand der Mosel abgefallen zu sein. Das könnte damit zusammenhängen, dass wir hier hinten, wo haben wir es? Das Wasserkraftwerk errichtet haben. Hier relativ weit entfernt, aber hier war eine ganz gute Stelle für das Wasserkraftwerk. Dadurch ist aber hier, glaube ich, der Pegel abgesunken. Habe ich so das Gefühl, so das und hier die Welle ist jetzt hier angekommen, dass hier unsere Fährschiffe ein Problem bekommen. Deswegen müssen wir nämlich jetzt mal hier ein bisschen nacharbeiten. Dass wir nämlich hier ein bisschen, also hier schon laufen die Fähren auf Grund, dass wir hier mal ein bisschen das Ufer begradigen. So. Ein bisschen machen. So, jetzt mal wieder laufen lassen. Hoffe ich, dass die Schiffe wieder. Ja, das sieht besser aus. Komisch, wie tief das jetzt hier abgefallen ist. Man sieht es auch so ein bisschen jetzt hier an der. An den Fähren. Da muss ziemlich gesprungen werden. Das ist nicht gut. Auch hier, man sieht es hieran, dass die Schiffe jetzt hier nicht mehr oder jetzt bergauf fahren müssen. Auch das ist nicht ganz im Sinne des Erfinders. Wir werden das hier auch noch mal ein bisschen korrigieren. Und hier die den Wasserspiegel etwas anpassen. Hier haben wir die Fähren, kommen hier ja, ein paar Clipping-Probleme, aber das schaffen sie. Wir können noch mal gucken, ob wir es schaffen, hier die den Kanal noch ein bisschen weiter zu ziehen. Ich befürchte, das wird nicht so einfach funktionieren. So, wie sieht das jetzt hier vorne aus mit unserem Kanal? Ja, auch hier ist der Wasserspiegel schon deutlich abgefallen. Der war ja mal hier oben. Naja gut, das nehmen wir erstmal so hin. Gut, dann noch ein weiterer Punkt. Ich hatte ja beim letzten Mal hier in Lohberg an der U-Bahn-Haltestelle, so hier an dem Hub, die Linien etwas, also eine Linie gelöscht. Die wollte ich jetzt nochmal wieder hinsetzen. Das war
nicht ganz bis zu Ende gedacht, was den Transfer angeht. Und zwar die grüne Linie haben wir ja hier unterbrochen oder den Stopp gelöscht. Das will ich hier nochmal verändern, dass wir auch hier mit der grünen Linie halten können. So. Zwar in diese Richtung. Und ne? In die andere Richtung auch noch mal bitte. So, jetzt haben wir hier zwei Haltestellen mehr. Gucken wir uns das mal an. Die grüne Linie ist ja die Hauptbahnhof Marxloh Linie, die auch sehr stark frequentiert wird. Jetzt müssten wir hier noch den Stopp haben. Das sieht gut aus. Wunderbar. Ja, ich habe noch ein Content Creator Pack nachinstalliert, und zwar die Vehicles of the World. Damit können wir nämlich jetzt auch unterschiedliche Busse zum Beispiel installieren. Ich will das mal hier zeigen an der Aperbruchlinie. Wir haben jetzt neben dem Bus, noch Schulbus, Biotreibstoffbus, das ist ja den, den wir hier haben. Aber jetzt neu Gelenkbus, den Doppeldecker, Minibusse und den Supergelenkbus. Ähnliches gibt es dann jetzt auch, also die Straßenbahnen gibt es leider nicht verändert, das ist ein bisschen blöd, denn die werden ja auch intensiv genutzt, die man hier an der Linie Hiesfeld-Bocholt-Welm sehen kann. Wir haben noch ein paar U-Bahnen, die neu sind, hier amerikanische New Yorker U-Bahn, Hochkapazitätszug und Untergrundbahn, und auch hier bei den Regionalzügen, Passagierzug, hier möchte ich ganz gerne den Pendlerzug mal einrichten, und bei den Bussen, das möchte ich auch noch mal anpassen. Dazu muss ich aber erst ein Busdepot bauen, da wir tatsächlich nur ein Bio-Treibstoff-Busdepot haben. Wir brauchen aber noch ein normales Busdepot. Ich denke, im Jahre 2060 gibt es Busse, die jetzt entsprechend mit nachhaltigem Treibstoff fahren. Den setzen wir mal hier vorne hin. Den Zaun kaputt, setzen wir das mal hier hin. So, und dann gucken wir mal, welche Linie am stärksten frequentiert ist bei den Bussen. Das ist die Tourismuslinie. Oh, wobei, die geht ja eigentlich, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Nur noch die Lohberg-Linie. Auch die ist auch nicht so stark frequentiert. Kommt sogar eine Seitfahrzeug wegnehmen. Naja, hier ist aber einiges. Also, die stehen alle hier am dem Terminal in Marxloh. Okay. Und die Busse, die fahren alle hier. Wo fahrt ihr denn alle lang? Achso, die scheinen gerade erst alle zu kommen. Ja, das müssen wir mal beobachten, warum die Linie 2 aus Marxloh hier so Probleme hat. Wir sortieren nach den Namen. Marxloh L5. Kann das sein, dass hier irgendwas mit den Fahrzeugen gerade nicht klappt? Ich sehe nämlich keine Fahrzeuge. Erstaunen sich jetzt gerade die Leute. Das scheint ja, wir haben aber hier genug Fahrzeug fahren. Hier Linie L2. Da kommt er angefahren. Der ist auch leer. Weil der fährt jetzt gerade erst überhaupt mal nach Marxloh rein. Vielleicht müssten wir auch nochmal hier vorne auch nochmal Busdepots bauen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt.
in unserem Industriegebiet. Setzen wir mal hier vorne direkt ein Depot für beide Busarten. Hier in dem Busdepot zur Verwendung 77, Bus in Verwendung 19. Okay. Eigentlich klappt das. Wieso zeigt er mir das jetzt so komisch an? Okay, hier fahren die Busse jetzt. Da gucken wir mal Marxloh. Hier fahren sie jetzt auch. Maxwell 5. Ja, ich glaube, das wird sich jetzt dann gleich. Ah, da fahren sie ja, okay. Also die sammeln jetzt ein. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sich das wieder erregelt. Ich glaube, das ist durch die Installation von dem Content Creator Pack gekommen, dass es da irgendwie quasi ein Reset der Busse gab. Aber man sieht, dass sie hier fahren, das ist in Ordnung. Wir lassen das mal laufen und gucken uns das später nochmal an. Das will ich jetzt gar nicht großartig analysieren. Das löst sich ja eigentlich von selbst. Wir gucken nochmal nach dem Verkehr. 81%, das ist soweit in Ordnung. Also alles über 80 ist ja soweit gut. Ja, unser Zufahrtskreisel, da staut es sich. Warum habe ich jetzt hier noch eine Ampel drin? Das wäre natürlich auch unglücklich. Sortieren wir das auch nochmal. Nicht Fluchtwege. Ich möchte hier uns die. Gucken wir hier. Schein ja. Wie sieht das doch hier komisch aus? Wieso hat er denn hier so Probleme? Ne, hier sind keine. Das mal an und aus. So, jetzt scheint es besser zu fließen, das ist hier nicht. Wo fahrt ihr denn alle hin? Okay. Ich glaube, auch da müssen wir nochmal nachlegen. Und zwar, wo haben wir denn hier? Recyclingzentrum, hier ist es. Die haben wir ja hier eigentlich. Ja, das ist, hier ist die Abdeckung nicht so gut. Das ist schwierig, aber. Gehandelt, hier ist alles gut, hier ist auch alles in Ordnung. Ja, also auch das lassen wir noch mal laufen. Gucken wir mal. 82%, das ist in Ordnung. Das ist ja auch hier der die Zufahrt in die Stadt rein. Da staute sich etwas. Der Rest und hier in Marxloh geht es auch. Hier haben wir viel Verkehr vom Güterbahnhof, das ist auch ganz normal. Ja, wir lassen es mal laufen und gucken uns mal an, wie gut das jetzt hier funktioniert. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich hier die hier wollte ich jetzt die Tourismus und also haben wir hier zwei Gebiete, ne? Das ist ja hier die Gewerbespezialisierung, also die Freizeitspezialisierung und Tourismus. Wir haben ja auch noch bei der Berufsschule, wo haben wir sie? Gibt es doch auch noch die Tourismus-Spezialisierung. Die Tourismus-Schule, IT-Club. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Berufsschulbuchladen, Labor, Auditorium. Zeitakademie hier. Tourismusfakultät, genau. Das, die möchte ich jetzt gerne auch noch installieren. Das ist der Plan. So, hier staut es sich jetzt auch wieder.
Bei den Fähren kommt ihr jetzt hier nicht mehr durch, oder was ist hier das Problem? Dann müssen wir hier auch nochmal den. Die Fähren da. Oh ne, da war einfach auch nur Tau. Wir gucken nochmal hier bei den Fähren. Ja, das ist, sieht eigentlich gut aus. So, hier der Wasserfall. Das ist ja auch nicht ganz so schön. Ding jetzt hier durch diese Absenkung der des Wasserspiegels. Da machen wir hier auch noch mal ein bisschen breiter. So. Und dann müssen wir das vielleicht ein bisschen anheben. Sieht das vielleicht besser aus? Wahrscheinlich. So. So, müssen wir hier vielleicht oben noch eine weitere Turbine. Weiter Ausfluss installieren, das können wir auch noch mal machen. Ja, okay, so jetzt fließt hier deutlich mehr Wasser runter. Und kommt jetzt hier auch an. Okay, also da wollen wir ein bisschen nacharbeiten müssen. Ja, aber ich glaube, auch damit können wir jetzt ganz gut leben. So, damit heben wir natürlich den Wasserspiegel hier nicht sonderlich gut an. Und haben halt hier noch diese Clipping-Fehler drin. Das leider kann man hier das Ende des Kanals nicht offen gestalten. Der schließt das immer ab. Aber ich glaube, das Wasser hat sich jetzt auch hier in der Mosel etwas beruhigt. Ja, es sieht etwas holprig aus. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen verstecken. Gut. Ja, also jetzt können wir hier anfangen, das Gebiet hier ein bisschen zu entwickeln. Dazu möchte ich hier diese Straße, die Kanalstraße, ein bisschen versetzen. Stoppen wir mal ganz kurz. Also wir haben hier diese Verbindung, die Frage ist, ob wir hier auch Kreisverkehr installieren. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Hier haben wir die Mautstation. Aber ich glaube, hier macht ein Kreisverkehr auch Sinn. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier diese bisschen verschieben. So, also dann setzen wir hier mal einen Kreisverkehr. Wir machen dann hier den Weg so ran. Und
dann hier die Abfahrt. Hier ran. Wir können das hier, glaube ich, dann. Ne, das ist nicht so schön. Also hier mit dem Radweg natürlich wieder. Das hier machen wir das am geschicktesten, das war hier vielleicht hier. So rauskommen. Oh, geht das so oder geht das in die Hose? Wir brauchen hier noch eine Straßenbahn. So, wie ist der Kreis jetzt kaputt gegangen? Kann das sein? Das sieht doch alles hier komisch aus. Das war irgendwie nichts. Also, nochmal zurück das Ganze, das war gar nichts. Vielleicht müssen wir hier auch. Neu denken. Machen hier eine vernünftige Verbindung. So, müssen jetzt hier noch einspurig mit der Straßenbahn ran. Da. Bis 90 Grad, so. Genau, und können dann nämlich jetzt hier mit der Straßenbahn hier 90 Grad Winkel, aber möchte ich doch hier relativ weit rüber. Um hier noch ein bisschen Platz zu machen für unsere Gebäude, die wir hier platzieren wollen, dazu reißen und das hier auch mal bis hier. So, ziehen das jetzt hier ein bisschen. Hier rüber. Und können dann hier diese Verbindung wieder aufbauen und hier bauen wir dann hier geradeaus. Dann kommen wir hier an. So, das ist besser. Mit dem ganzen Schienenverkehr, so gucken, dass wir hier entsprechend Platz haben. So, das hier soll die Kanalstraße bleiben. Und dann müssen wir jetzt hier noch für die Straßenbahn, da möchte ich jetzt über Straßenbahnschienen querlegen. Die jetzt nicht durch den Kreisverkehr fährt, sondern am Kreisverkehr vorbei. Und auch mal hier. So geht das so. So, die Fußweg, den korrigieren wir gleich und kommen dann hier vorne aus. So, und hier
setzen wir noch solche Straßen mit Bäumen hin. Das soll auch bitte 90 Grad sein. So. Ja. Dann haben wir jetzt hier die Straße, die geht ruhig bis hier vorne. Ja, sehr gut. Das sieht gut aus. Und die Krassaufstraße. Na, krieg dich irgendwie gegriffen. Ja, ich ziehe noch bis hier vorne. Sehr gut. Und jetzt habe ich gerade noch einen Fußweg zerstört. Den Pfad setzen wir auch nochmal richtig. Da machen wir hier mal die Straßenvorgaben. Alles aus. So. Sehr schön. Das ist ein bisschen steil hier, aber das sollte funktionieren hier. Das sollte sich dann gleich eigentlich alles finden. Wir lassen mal laufen und gucken mal, was, ob sich hier die Busse, also hier die Verbindung fehlt noch. Mit dem Radweg haben wir ihn dort. Holen wir da die magnetischen Linien an. Und kommen dann hier einmal ran. Das sollte so passen. Dazu ist noch was hier passiert. Wahrscheinlich sind jetzt hier die Ampeln. So, hier die Ampeln können aus. Also, hier ein Stoppschild, hier ein Stoppschild, hier keine Ampel. So, dann haben wir es hier sinnvoll priorisiert. Hier ist noch eine defekte Linie. Warum? Dort auch. Vielleicht löst es sich. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, woran das noch liegt. Aber das sieht eigentlich gut aus. Also die Haltestellen sind hier. Ich glaube, die Haltestelle hier. Die hält ja auch da vorne. Eigentlich ist der halt ja Quatsch hier. Na, hier ist ja. Achso, weil ich gedacht habe, jetzt für die Berufsschule. Aber ich glaube, die können dann auch von hier aus laufen. Ich glaube, die Haltestelle kann weg. So. Ja, ne, die defekten Haltestellen haben sich auch von selber aufgelöst. Das ist doch schon mal wunderbar. Und wir gucken nochmal nach dem Verkehrsfluss. 81%. Jetzt staut es sich leider hier. Das lässt sich. Wieso stehst du hier rum, du Jeep? Du blockierst hier alles. Vielleicht können wir hier noch eine sechsspurige Straße draus machen. So, und hier dann auch eine entsprechend dreispurige Verkehrsführung. Das sollte, denke ich, dann das gröbste Problem lösen. Beobachten das mal, ich kann hier aber noch ein paar Bäume setzen. Hier auch nochmal um, das ist der Kanalkreisel.
Ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut. Wieso bleibt ihr hier eigentlich immer stehen? Das ist doch gar nicht nötig. Aus. So, wir fahren sogar mit dem Fahrrad über die Autobahn. Okay. Tja, wieso? Das müssen wir nochmal beobachten, wieso er hier immer nochmal einmal abbremst. Das ist ja jetzt fließt es. Die Fußgänger, die hier drüber gehen. Wir sind hier wirkliche Fußgänger. Das hier nicht nochmal zur Autobahn vielleicht machen. Halt, stopp. Das war nicht so geschickt. Hilft uns das hier? Jetzt auch so noch einspurig. Ne? Das macht die Sache etwas schwieriger. Und wahrscheinlich können die gleich hier auch noch die Richtung drehen. Ne? Das ist auch nicht gut. Und upgraden können wir das hier. Oh, das geht hier sogar zweispurig, das aber nicht. Ja, auch das hat tatsächlich das Problem nicht gelöst. Und dann haben wir es jetzt aber auch. Gut. Ampeln sind keine an. Wenn man keine Zebrastreifen braucht, dann baut er welche. Vielleicht hätte man den Kreis ein bisschen verschieben sollen. Das wäre nochmal eine letzte Möglichkeit, wenn wir das hier nochmal ein bisschen mit Move It verschieben. Den hier nochmal ein bisschen verschieben für unsere Übergangsbrücke, damit das hier einigermaßen gleichmäßig aussieht. So, aber jetzt scheint es ja zu fließen. Ja, also ein etwas größerer Kampf gegen diesen Kreisel für unseren Distrikt. Aber wir können jetzt hier an der Stelle, glaube ich, denn hier, also die starten dann hier alle mit der, weil hier noch eine Straßenbahnhaltestelle ist. Na gut. Also, dann werden wir jetzt hier in der nächsten Folge unsere Distrikte setzen. Ich möchte mal gucken, mal genau da vorne. Dass sie die Züge sollen wir gar nicht halten. Ich weiß nicht, ob wir was hier in Regionalbahn jetzt ist oder was? Wo ist die denn überhaupt? Die ist gerade, die kann auch 400 Personen mit transportieren, dieser Pendlerzug. Okay. Naja, gut. Also dann denke ich, habe es jetzt geschafft, auch wenn ich etwas mehr machen wollte. Gucken wir mal. Ein letztes Mal, wie jetzt hier die Situation mit den Buslinien ist in Marxloh. Da fahren die. Ja, das. Naja, auflösen tut es sich nicht so richtig. Wir können hier vielleicht mal Gelenkbusse spendieren. Die haben nämlich eine größere Kapazität. Dann geht es sogar von vorne los. Aber die können mehr Leute transportieren. Die haben nämlich 70 Sitzplätze statt 30, das wäre, glaube ich, ganz gut hier auf der Linie. So.
Fokus. Wahnsinn, was hier. Was hier los ist auf der Strecke. Ja, das müssen wir, glaube ich, hier in Marzahn nochmal neu machen. An Linien. Also, dass hier so viel Verkehr ist, das hätte ich nicht erwartet. Spendieren wir mal hier in Marzahn komplett die Gelenkbusse. Und auch ruhig ein mehr, damit wir hier noch was zu tun haben. Auch das. Das klappt ganz gut. Hier können wir dann, glaube ich, aber auch drei Fahrzeuge weniger nehmen und dafür auch die Gelenkbusse. Und auf der Linie L1. Da ist kaum was los, das ist gut. Und haben wir noch L6. Da ist nicht so viel los, okay. Ja, aber die werden sich jetzt hier sortieren. Das ist, glaube ich, der sinnvollere Weg jetzt hier mit diesen neuen Bussen. Da sind wir etwas flexibler. Gut, also damit enden wir mit der ersten Folge der neuen Staffel. Mit dem Blick auf das Freizeitgebiet. Das werden wir dann jetzt hier nach und nach weiterentwickeln. Jetzt als nächstes hier die Brücken. Übersetzen. Da werden wir sicherlich zwei Stück brauchen. Hier eine und dann hier in der Nähe des Kreisels eine. Oh, der Verkehr fließt ja hier eigentlich ganz gut. Ne, das ist prima. Und ja, dann bedanke ich mich an der Stelle wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.